dieses Schwämmchen. Ich nehme da immer so einen, wie nennt man den eigentlich? Der hat auch einen Namen, gell? Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall topfe ich mir jetzt den Concealer schön ein. Sieht man richtig witzig aus. Sieht ja aus, als würdet ihr gerade zum Schönheitschirurgen gehen und er zeichnet alles an. Wenn ich warte, bis der leer ist, dann sind wir auf jeden Fall alle schon zu alt zum Schminken. Mehr Beachtung bekommen meine Augenbrauen nicht. Weil die ASMR Lidschattenpalette, die macht krasse Sounds. Hallo meine Lieben und welcome back to my channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr, sehr gut. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute komplett nackt im Gesicht. Das hat nämlich einen Grund, und zwar schminken wir uns heute zusammen Tingly, versprochen. Ich dachte, ich schminke heute mit euch zusammen meinen persönlichen Clean Make-up Look. Wegen den Produkten, die ich benutze. Ich verlinke euch nach dem Video das Video, was wir schon gedreht haben, wo ich euch so ein bisschen die Produkte vorgestellt habe. Wen das noch interessiert, klickt gerne drauf. Ansonsten, ich nenne ihn Clean Make-up Look, weil ich finde, das ist so ein cleaner Look, den man eigentlich überall verwenden kann. Ich mache ihn jetzt auch nicht jeden Tag, dazu fehlt mir leider die Zeit, aber jetzt am Wochenende, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe in die Stadt oder ich gehe weg oder sowas, dann schminke ich den total gern. Und man kann den natürlich noch ausreifen, wie man gerne möchte. Und zu den Techniken, ich glaube, von uns hat jeder sich schon mal so ein bisschen eine Technik angeeignet. Einer macht so, der andere macht so. Der eine nutzt einen Pinsel, der andere nutzt den Finger. Das ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das immer mache. Und ich würde sagen, let's start. So, meine Lieben, als allererstes habt ihr gesehen, ich mache erstmal meine Haare weg, weil sonst werden die komplett full of Make-up. Und dann starte ich eigentlich immer mit meinem Primer. Das ist der Youth Glow Primer von Charlotte Tilbury. Ich liebe ihn über alles. Und dann gebe ich mir da eigentlich immer gut was aufs Gesicht. Dann verreibe ich mir den mit der Hand so in mein Gesicht. Und ihr seht schon, das wird richtig schön glowy mit dem Primer. Und der ist auch ganz sanft und zart zur Haut. Und den tue ich mir schön überall drauf. Und dann würde ich sagen, starten wir mit meiner Foundation. Ich mache das immer so, wenn ich voll Coverage mache. Ich bin irgendwie so ein Typ, so ein Hauttyp, der kann nie ein Make-up nutzen. Ich muss immer mischen. Und da mische ich immer mein Giorgio Armani Make-up. Da gebe ich mir dann immer ein, so einen Pumpstoß auf meine Hand. Und dann mische ich noch ein anderes Make-up. Das ist von Charlotte Tilbury. Da tue ich mir dann auch einen Pumpstoß auf die Hand. Und dann habe ich so einen Foundation-Pinsel. Und dann schaue ich, dass ich da die Mischung reinkriege. Und dann fange ich an, mir das sanft im Gesicht aufzutragen. Fange dann schön hier überall an die Foundation aufzutragen. Und ich lasse immer meine Augenpartien aus, weil da kommt dann noch Concealer hin.
Und meine Lippen auch. Das Näschen. Und schön im Gesicht. Ich versuche immer so die Übergänge schön mitzumachen. Weil das sieht immer ein bisschen blöd aus, wenn man so harte Kanten hat. Und die Stirn. Schön in die Haaransätze rein. Das sieht nämlich sonst dann auch immer ein bisschen blöd aus, wenn man da kein Produkt drin hat. Ihr sehen könnt das Foundation jetzt drauf und dann kommt bei mir immer der Next Step und zwar Concealer. Da habe ich momentan den hier, den habe ich im letzten Video nicht gezeigt. Und zwar, das ist einer von Chanel. Ich muss aber sagen, ich werde mir den jetzt so nicht mehr nachkaufen. Er ist okay, keine Frage. Aber ich hatte schon wesentlich billigere Concealer und die haben es auch getan. Also Chanel, super, perfekt, aber Preis-Leistung, Gut, dann tupfe ich mir den Concealer immer hier ans Ende vom Auge und ziehe den immer nach hinten raus. Das mache ich hier auch. Und dann hier um die Nase rum gibt es auch ein bisschen Concealer. Dann mache ich mir hier mal so ein Dreieck auf der Stirn und ein bisschen über die Lippe. Und dann kommt das Schwämmchen. Ich nehme da immer so einen, wie nennt man den eigentlich? Der hat auch einen Namen, gell? Mir fällt es gerade nicht ein, auf jeden Fall topfe ich mir jetzt den Concealer schön ein. Ich fange mal hier an und topfe mir den ganz schön überall ums Auge rum und auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Augenringe und alles, was so ein bisschen rötlicher ist, ums Auge rum ein Stück weit verschwindet. Am Näschen nach entlang. Und hier noch am Kinn. Und an die Lippe rum. Ich habe hier übrigens so einen kleinen Spiegel hängen. Und ich hoffe, ich sehe in dem kleinen Spiegel alles. Und dann, voilà, ist der Concealer auch schön im Gesicht verteilt. Gut, meine Süßen. Und danach kommt bei mir ein Schritt, den mache ich eigentlich wirklich nur, wenn ich Full Coverage mache, also ein komplettes Make-up. Da kommt dann bei mir noch hier der lose Puder mit dazu. Den nutze ich momentan von Essence. Ich bin echt mega zufrieden damit. Aber immer ein bisschen, finde ich, eine Drecklerei, weil irgendwie hat man dann irgendwie immer so ein loses Puder überall. Und dann nehme ich mir dann auch immer einen anderen Schwamm und dann gehe ich da rein in das lose Puder und tupfe mir das hier schön an das Auge, auf der anderen Seite auch. Und ich habe mir angewöhnt, den überall dahin zu machen, wo man leicht auch Fältchen hat. Also quasi, wo sich das Make-up irgendwann, wenn man es länger drauf hat, einfach absammelt oder ansammelt. Das ist bei mir auch, weil ihr seht, wenn man lacht, dann kriegt man hier auch eine Falte. Habe ich hier auch immer was hin. Hier an den Nasenflügel. Und hier auf die Stirn. Und dann sieht man richtig witzig aus. Und dann lassen wir das kurz einwirken.
kommt mein Charlotte Tilbury Puder zum Einsatz und dann nehme ich immer meinen Puderpinsel, gehe schön in das Puder rein und dann pudere ich mir mein ganzes Gesicht ab, also inklusive des losen Puders. Unterm Auge. Das hier alles wegkriegen. An der Stirn. Kann man das Auge wegmachen. Dann gehe ich mit dem Puder immer noch meinen Hals entlang, dass die Übergänge vom Make-up nicht zu hart sind. Und dann haben wir den Puderschutz auch schon erledigt. Et voilà. So, und als nächstes kommt bei mir immer, also ich mache immer als allererstes, bei mir ist die Reihenfolge irgendwie voll im Brain drin, immer alles mit Face, also quasi was Foundation, Contouring und sowas zu tun, mache ich immer als erstes. Das heißt, wir kommen jetzt schon Richtung Contouring. Jede Gesichtsform hat ein anderes Contouring, das ist, denke ich, bekannt. Ich habe vieles ausprobiert, was Contouring angeht und bin da einfach auf einem fest geblieben. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier so einen Contouring-Stift. Und wie ihr seht, ist der natürlich sehr dunkel. Und dann mache ich mir mal meine Contourings einmal hier unten, schön an der Jawline. Dann mache ich auf jeder Backenseite unter eurem Wangenknochen. Also wenn ihr so macht, könnt ihr das ganz schön sehen. Und dann mache ich mir hier an die Stirn zwei Punkte auf die Seite, zwei Punkte auf die Seite und dann mache ich meine Nase hier noch so. Jetzt seht ihr aus, als würdet ihr gerade zum Schönheitschirurgen gehen und er zeichnet alles an. Ja, und dann geht's los. Verblenden, verblenden, verblenden. Ich habe da so einen Contouring-Pinsel, der sieht so aus. Und wichtig beim Verblenden ist, dass ihr es nicht falsch rum verblendet. Also quasi hier die Seiten hier, wenn ihr Backen-Contouring macht, nie nach unten mit dem Pinsel gehen, weil sonst zieht ihr die Contouring-Linie komplett nach unten. Also ihr wollt ja, dass euer Gesicht geliftet aussieht, also ich zumindest. Und also verblendet ihr immer nach oben mit dem Pinsel. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich fange mal hier auf der Seite an, dass ihr das ein bisschen sehen könnt. Ich ziehe das erst einmal so ein bisschen nach oben. Ich ziehe das einmal nur so in die Richtung. So, und dann geht es wieder nach oben und dann heißt es verblenden, verblenden, verblenden. Und auf dieser Seite auch. So, wie ihr sehen könnt, ist die Backe mittlerweile verblendet und ihr habt jetzt hier so einen richtig schönen Schattenstrich und somit werden eure Wangenknochen mega schön betont. Wie gesagt, wichtig ist immer nach oben verblenden, hier auch. Und hier die Jawlines habe ich auch schon verblendet, da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ihr geht einfach nur hier eurer Jawline entlang. Und hier genauso. Jetzt haben wir noch hier oben. Hier oben mache ich es immer in kreisenden Bewegungen. Wir fangen einfach mal an. Da kreise ich hier die Punkte immer so ein bisschen weg.
und auch immer Richtung Haaransatz natürlich. Und auf der anderen Seite genauso. Bis die Punkte irgendwann nicht mehr zu sehen sind. Das sollten sie nicht. Und ihr seht schon, mit so einem Contouring-Stick habt ihr auf jeden Fall gut was zu verblenden, der wirklich komplett weg ist, wie ihr sehen könnt. Hier und hier haben wir jetzt eine schöne Linie. Ich gehe dann hier in die Mitte auch noch ein bisschen drüber. So, und zum Schluss kommt noch das Nüschen. Das streiche ich mir einfach wie in so einem Halbkreis immer ein. Einmal hier und hier. Auch wieder, bis es weg ist. Et voilà, Contouring erledigt. Und als nächstes kommt bei mir dann immer der Blush. Da habe ich ja momentan noch meinen Chanel Blush. Bin mega happy mit dem. Für mich ist Blush immer wichtig, dass es nicht too much ist. Aber man soll es trotzdem auch sehen. Vom Blush ist es überhaupt so, ich finde Blushs halten ewig. Ich weiß nicht warum, aber entweder brauche ich ihn so wenig oder keine Ahnung. Aber er hält auf jeden Fall ewig. Und den machen wir uns jetzt auch noch hin. Ich habe hier meinen Blushpinsel. Ihr seht schon. Und dann gehe ich da mal ein bisschen rein. Und über dem, wo wir jetzt konturiert haben, hier hinten fange ich immer an und ziehe mir das so ein bisschen vor. Und auf der anderen Seite auch. Und dann mache ich es mir immer noch ein bisschen aufs Nöschen, vorne an die Spitze. Blush ist drauf. Den kann man wahrscheinlich jetzt gar nicht so gut erkennen, weil der ist wirklich ganz helles Rosa. Ich tue sogar noch immer ein bisschen noch drauf. Ich wollte mir jetzt nach dem Blush mal so einen Liquid Blush holen. Ich dachte mir nur, komm, ich warte, bis der leer ist. Aber wenn ich warte, bis der leer ist, dann sind wir auf jeden Fall alle schon zu alt zum Schminken. Deswegen wird es jetzt mal Zeit, einen Liquid Blush zu holen. Gut, sobald der Blush bei mir drauf ist, mache ich immer meine Augenbrauen, weil danach kommt bei mir Highlighter. Und um den Highlighter für mich perfekt hinzukriegen, brauche ich irgendwie in dem Moment die perfekten Augenbrauen. Ihr werdet es gleich sehen. Deswegen fixiere ich meine Augenbrauen jetzt. Ich mache da nie Farbe rein. Ich fixiere die mir jetzt einfach so schön, wie ich sie brauche. Und dann sind die safe, dann sind die fest. Und mehr mache ich mit meinen Augenbrauen nie. Nie, nie. Ich habe schon jegliches versucht, jegliche Farbe, jegliche Stifte. Und ich fand es irgendwie immer too much. Deswegen nur fixieren. Und da ziehe ich mir dann einfach meine Augenbrauen immer so hin, wie ich sie gerne möchte. So. Bisschen nach oben pushen und hier hinten mache ich sie hoch und ziehe sie mir dann immer so runter und das gleiche auf der anderen Seite auch. Erstmal schön nach oben kämmen und dann runterziehen. Und das war's schon. Mehr Beachtung bekommen meine Augenbrauen nicht. So, und dann kommen wir zu meiner Lieblingsstelle, weil ich finde immer, sobald der Highlighter drauf ist, sieht man einfach fresh aus. Keine Ahnung warum, jetzt ist es noch so ein bisschen matt. Highlighter ist, glaube ich, ja, das ist wirklich das Einzige, was ich mit den Fingern mache. Da habe ich ja den von Charlotte Tilbury. Da ist vorne im Schwämmchen noch gut Produkt drin. Und den tupfe ich mir jetzt auf die Stellen, wo ich es will. Und arbeite es dann mit dem Finger ein. Und zwar ist es einmal hier. Einmal hier auf die Nase.
über die Lippen, am Kinn. Und wenn ich ganz cool drauf bin und Bock auf Highlighter habe, mache ich hier und hier auf dem höchsten Punkt der Augenbrauen auch noch einen Punkt. Und dann tupfe ich mir das schön ein. Also die hier tupfe ich mir im Halbkreis immer Richtung zum Ende meiner Augenbrauen, bis ihr am Ende der Augenbrauen angekommen seid. Auf der Seite das Gleiche. Bis zum Ende der Augenbrauen und wieder runter. Das nächste nur vorne. Über die Lippen. Am Kinn. Und hier oben noch die zwei Punkte. Die versuche ich natürlich on point auf dem Fleck zu tupfen. Ich sehe mich jetzt nicht ganz so gut, wie wenn ich daheim im Bad stehe. Also falls ich was vergesse, verzeiht mir. Und dann ist der Highlighter auch drauf, vorerst mal. Und dann kommen wir ja schon fast ins Eingemachte, und zwar Richtung Augen. Ist immer so, wenn ich fertig bin mit meinem Foundation-Ding, also quasi mit Make-up, Contouring, Blush, Highlighter, dann sprühe ich mir immer einmal Fixing Spray hin, dass da wirklich nichts mehr passieren kann. Und dann gehen wir weiter. Wir probieren jetzt mal den Fixing Spray. Der ist auch von Charlotte Tilbury. Ich hatte den schon mal, aber ich habe ihn mir jetzt mal nochmal geholt. Und der riecht gut. Dann lassen wir den ein bisschen trocknen. Die Haare müssen wir noch ein bisschen wegtun. Und dann, genau, geht's weiter. Augen, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt gar nicht so ein krasser Augenschminker. Wie gesagt, eigentlich sehr selten. Normalerweise tue ich nur Wimperntusche hin. Ich habe jetzt mal hier meine Paletten mitgenommen, weil ich gerade gar nicht weiß, wie wir uns schminken. Aber ich glaube, wir machen uns heute mal ein bisschen goldiger. Ich habe auch noch einer meiner Lieblingslidschatten dabei. Der ist auch von Charlotte Tilbury. Der sieht so aus. Das ist so ein Liquid-Lidschatten. Aber ihr könnt da echt mit einem Lidschattenpinsel rein und euch den richtig ganz normal wie einen pudrigen an die Augen machen. Der wird dann auf dem Pinsel schon so ein bisschen pudrig. Der ist richtig schön, den habe ich so gut wie immer drauf. Aber ich würde sagen, wir machen uns heute mal ein bisschen Gold. Ich nehme mir immer eine relativ helle Base. Ich habe hier so eine Cutie-Lidschattenpalette. Die ist von Too Faced. Ich zeige euch mal die Farben. Die sehen so aus. Also ganz girly, aber ich feiere so helle Farben eh. Ich nehme mir jetzt einfach mal eine sehr helle Base. Wir nehmen jetzt einfach mal die. Und dann schminke ich damit erstmal so mein Augenlid. Hier überall. Das andere Auge. So, das ist erstmal so unser Grundding. Und dann würde ich sagen, gehen wir so ein bisschen in ein dunkles Bronze, dunkles Gold. Ich habe hier meine absolute Lieblingslidschattenpalette. Und zwar ist das von Anastasia Beverly Hills. Das ist übrigens voll die ASMR-Lidschattenpalette. Die macht krasse Sounds. Mm-hmm.
gehe auch immer so gerne in so Kupfertöne oder Rosé-Töne. Sollen wir Kupfer oder Rosé? Wir machen jetzt einfach Rosé. Ich liebe einfach Rosé. Und damit, ich mache das immer so, ich gehe dann da, wo quasi mein Augenlid aufhört und dann die obere Hälfte anfängt, in die Linie versuche ich immer reinzugehen und ziehe mir das dann quasi ins Auge rein. Und dann verblende ich das erstmal 100 Jahre, weil mir ist das sonst zu viel. Ziehe das auch immer ein bisschen raus. Und dann sieht das schon mal so aus. Und das mache ich beim anderen Auge auch noch. So, und dann sieht das so aus. Also ich habe jetzt quasi nur den oberen Bereich genommen und habe ihn mir ein bisschen nach hinten rausgezogen, wie ihr sehen könnt. Und in die Mitte, also hier, mache ich immer voll gern so einen Ombre-Look mit meinem Lieblingslidschatten. Den habe ich euch auch im letzten Video vorgestellt. Da nehme ich jetzt ein bisschen einen härteren Pinsel und gehe dann da ein bisschen gut rein mit dem Lidschatten und tupfe mir den auf mein bewegliches Augenlid unten drauf, also hier. Dass da so richtig schön viel Produkt drauf ist. Und das könnt ihr erstmal hier nur aufs bewegliche Lid machen. Und auf der anderen Seite auch. Und dann sieht es so aus. Und das verblende ich jetzt nochmal. Seht schon, ich bin voll die Verblenderin und verblende es noch mal ein bisschen schöner, dass es so ein bisschen ineinander fließt. Und hier auch noch mal. So. Und ziehe mir das natürlich immer wieder ein bisschen hinten raus. Gibt auch so einen kleinen Mini-Lifting-Effekt. Voilà. Dann ist Lidschatten für mich schon erledigt. Und dann kommt es immer darauf an, wie ich drauf bin. Entweder ich mache mir dann noch mit einem hellbraunen Lidschatten hier einen kleinen Eyeliner hin und ziehe mir den dann immer noch bis hier raus. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einfach mal. Dazu nehme ich immer so einen ganz dünnen Pinsel und sprühe mir da ein bisschen was von dem Fixing Spray drauf, dass der Pinsel nass wird. Und dann gehe ich da in einen hellbraunen Lidschatten rein oder einen braunen einfach. Da habe ich hier so meinen braunen immer, so dass das richtig schön feucht ist. Das sieht dann aus, als würdet ihr mit Wasserfarben malen. Und jetzt Concentration. Dann gehe ich da in ungefähr die Mitte vom Auge und ziehe mir den schön raus. Das sieht dann ungefähr so aus. Ungefähr. Und dann sieht das Ganze so aus. Ungefähr. Ich mache mir den immer ein bisschen höher und ziehe mir den immer so ein Stück nach hinten. Wie gesagt, das liftet auch nochmal das Auge. Für Blonde, ja, was heißt für Blonde? Es gibt auch Frauen, die sind blond und bei denen sieht ein schwarzer Eyeliner auch so nice aus. Ich finde so einen braunen bei Blond passt. Als nächstes, wenn ich dann die Schritte alle habe, kommen wir zu dem cuten Bruder hier. Das ist auch von Too Faced. Und zwar ist das eine Palette. Da ist ein Blush und ein Highlighter drin. Ich verwende momentan nur den Blush und wie ihr sehen könnt, hier sind schon voll die Löcher drin, weil ich verwende den Highlighter mit Ohrenstäbchen. Und zwar, um mir hier mein inneres Auge schön mit Highlighter zu umranden. Ich habe es mit Pinsel schon probiert, aber irgendwie geht mir der dann ein bisschen zu weit raus. Deswegen tupfe ich da immer so ein Ohrenstäbchen rein. Und dann nehme ich das Ohrenstäbchen und umrande mich hier, wie nennt man das eigentlich, den Anker.
dass der ein bisschen ein Highlight kriegt. Und hier auch nochmal. Genau. So soll das dann ausschauen. Ich ziehe mir das auch ein bisschen in den unteren Wimpernkranz rein. Wie ihr sehen könnt. Und dann, et voilà, bin ich schon fertig mit dem Highlighter der Augen. So, und dann haben wir gar nicht mehr viel. Dann nehme ich immer mein kleines Helferlein. Und zwar ist das eine Wimpernzange für alle, die das nicht kennen. Und biege meine Wimpern noch schön hin. Ich versuche immer vor allen Dingen die hinteren schön zu erwischen. Und hier auch. Perfekt. Und dann kommt auch schon die Wimperntusche. Die habe ich euch auch im letzten Video vorgestellt. Das mache ich immer ganz easy, und zwar ich fange immer erst mit dem hinteren Wimpernkranz an, dass das so einen Cat-Eye-Effekt kriegt, und da mache ich das immer, ich blinke dann immer einmal so runter, muss ich nur ein bisschen näher hin, sonst sehe ich da leider gar nichts, und dann tusche ich mir die erstmal so nach hinten und dann kommt der vordere Teil dran. Ich sag euch, durch das Wimpernserum sind die schon so lang geworden, dass die bei mir hier oben schon fast anstoßen. Und dann bin ich da immer schwarz. Das mache ich jetzt bei dem auch mal, bis die andere Seite getrocknet ist. Da, und es sieht dann so aus. Ich finde immer, Wimperntusche macht wahnsinnig viel aus. Und dann sind wir mit den Augen schon fertig. Ihr seht schon, ich bin jetzt nicht ganz so eine krasse Augenschminkerin. Eine Sache habe ich noch vergessen, wenn ich es gerade sehe, und zwar die Wasserlinie. Die mache ich bei mir immer noch weiß. Kommen die Augen einfach auch noch mal ein bisschen größer rüber. Da habe ich einen ganz, ganz easy Stift von Essence. Der nennt sich echt Inner Eye Stift. Voll nice. Und der ist auch echt richtig, richtig nice. Und den mache ich mir immer hier unten auf die Wasserlinie drauf. Und hier. Fertig. So, jetzt sind wir aber echt fertig mit den Augen. Genau, also ihr seht, ich bin jetzt nicht der ganz krasse Augenschminker. Ich habe wirklich schon jegliche Varianten durch. Ich könnte jetzt noch ein bisschen minimal ins Dunklere gehen, was die Augen angeht, also vom Ton her. Aber so schwarz und wirklich fast schwarzes Dunkelbraun, das ist für mich dann schon zu dunkel. Da kommen meine Augen dann übelst klein raus. Also wäre für mich als Augentyp total unvorteilhaft. Deswegen versuche ich, meine Augen immer relativ hell zu schminken. Ansonsten, jetzt kommen noch die Lippen dran. Das ist auch immer tagesabhängig, wo geht man hin, was macht man. Ich bin voll der Nude-Rosé-Rosaton. Zum heutigen Outfit, finde ich, können wir auch ein bisschen was Auffälligeres für die Lippen machen. Und habe mich für Rot entschieden. Das ist wie eine Art Lipgloss. Ist auch wirklich flüssig, wenn man es drauf macht. Sobald er trocken ist, sieht man auch, dass er getrocknet ist. Finde ich voll nice. Der hebt echt den ganzen Tag. Ich frage mich nicht mehr, wo ich den her habe, wie viel der gekostet hat. Ich habe den schon ewig, weil Rot normal leider keine Farbe ist, die man jeden Tag drauf macht. Deswegen heben die Sachen echt bei mir ewig. Bei Rot muss man echt immer aufpassen, dass man da genau ist. Deswegen, ich konzentriere mich nochmal. Mm.
unten an. Weil unten ist es am leichtesten. So. Komm, meine Süßen, und dann sind wir auch schon fertig. Das war jetzt nichts Spektakuläres. Ja, für mich ist sowas ein cleaner Make-up-Look. Einfach, ihr seht schon, ich lege eigentlich die meiste Aufmerksamkeit, wenn ich mich schmink, wirklich auf das komplette Gesicht. Also alles, was mit Foundation, Blush und auch Contouring zu tun hat. Weil ich finde, das Grundding, wenn das sitzt und passt, dann kann man irgendwie augentechnisch oder auch lippentechnisch alles machen. Genau. Ansonsten, so wie ich jetzt bin oder so wie ich mich jetzt geschminkt habe, drehe ich die meisten YouTube-Videos für euch. So gehe ich auch in die Stadt oder mal was essen oder so. Wenn man es jetzt noch krasser haben will mit Weggehen oder was weiß ich, dann kann man die Augen bestimmt noch ein Stück weit krasser machen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, wenn ich jetzt keine Lust habe auf matt, dann habe ich hier immer noch so ein ganz, der ist wirklich flüssig, ist ein Lipgloss, und dann tupfe ich mir den noch ein ganz kleines bisschen in die Mitte vom Mund rein, dass die Lippen einfach noch ein bisschen glänzen, ihr seht schon. Ich finde den Effekt einfach ab und an ein bisschen schöner, wie wenn man jetzt einfach nur das Matte macht. Genau. Ansonsten hoffe ich, falls euch das Video gefallen hat oder euch noch irgendwas aufgefallen ist und ihr sagt, boah, das könnte man vielleicht noch mit einbauen oder sowas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich da wirklich über jegliches Feedback. Und jetzt Thumbs up nicht vergessen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich verlinke euch noch das Video jetzt ganz zum Schluss. Da müsst ihr dann einfach nur draufklicken, falls es jemand neu interessiert wegen den Produkten. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und schlaft ganz schön, und wir sehen uns gleich.